Okidoki, jetzt da nun Ferien sind, kann ich endlich mal weitermachen mit den Aufnahmen. Von daher herzliches Zurück. Ich wollte gerade sagen herzlich willkommen, aber ja gut. Ja doch, eigentlich herzlich willkommen zum Let's Play, zum Weiter. Und zwar Ultimate Doom Version, Quatsch, Episode 4, da hat man ja aufgehört. Ich muss mal ganz kurz nochmal schauen, ob jetzt alles soweit stimmt. Okay, sieht gut aus, dann Record, Fidelity, no, das geht nicht, alles größer. Die 3. Und zwar Ultimate Doom sollte richtig sein. Gut, dann starten wir mal. Solange wie sie so noch zulässt, wobei es heute ist ganz schön bewölkt. Ich werde also wahrscheinlich den ganzen Tag spielen können und nicht so wie dass dann immer die Sonne reinscheint. So. Okay. Das kommt mir gerade ein bisschen leise vor. Ich bin mal ganz kurz bei meiner Lautstärke. Ne, alles in Ordnung. Gut. Dann muss ich nur meine Kopfhörer ein bisschen lauter stellen. Okay. So. Gut. Nicht, dass wir hier irgendwelche fehlerhaften Einstellungen haben. Das wäre nicht so gut. So. Na komm. Okay. Und hier waren wir stehen geblieben. Aha. Ich hatte euch ja schon mal von diesem von der Munitionsart erzählt. Also wir haben einmal Blackshot. Das ist praktisch die normale Schrotmunition. Dann gibt es Slug. Das ist praktisch als Gewehr. Also dafür schießt man halt nur eine Kugel. Wie bei einer normalen Pistole. Digga, was war das denn gerade? Und dann gibt es jetzt halt ganz neu, das war gerade dieses Item, was ich aufgesammelt habe. Das hier, Dragon. Dragon gibt es im Echt natürlich nicht. Das ist jetzt hier eine vom Spielerfindung. Und zwar, was ist man da? Brennbare Munition. Ist schon arschgeil. Aber ich bleib klassisch bei Schrot. Helga. Die sind aber nicht gerade gut auf mich zu sprechen hier. Das ist ja wirklich ganz schön laut, meine Kopfhörer. Jetzt war sie zu leise, jetzt war sie doch zu laut. Na gut. Ich weiß nicht, ob man noch eine Aufnahme hört, aber ich hatte gerade einen Audiofehler bei dem ersten Mal mit dem Schießen hier. Da hatte ich bei meinem linken Ohr ein ganz komisches Kratzgeräusch dabei. Ich bin völlig übersteuert. Hoffentlich. Nein. Ich wollte die hier, genau. Sind die alle so dunkel hier? Fuck, geht's hier ab, Alter.
Okay. Flashlight gibt es hier gar nicht. Ich verstehe nicht, warum es bei Project Brutality kein Flashlight gibt. Oder wird einfach nur nicht eingestellt. Ne. Sehr seltsam. Wow. Wo kommen die denn auch gerade her? Ah, du Kacke. Alter, was ist denn hier los? Ach, weil ich hier rausgegangen bin. Habe ich die Dinge ausgelöst. Oh oh. Ach du Kacke. Ich glaube, ich sollte speichern. Das erscheint mir als sinnvoll. Holy moly. Boah, Alter. Digga, von der größeren Waffe. Was zum... Fick dich hier ab. Vor allem ist es doch ganz schön dunkel hier. Was hier halt im Raum jetzt dunkel ist. Jetzt nicht wegen der Sonne, sondern allgemein, was hier drin halt dunkel ist. Deswegen wünsche ich mir echt, ich könnte hier mal irgendwie eine Taschenlampe einschalten. Boah, Alter, was ist das los? Nein! Oh! Das ist neu! Das kenne ich ja doch gar nicht. Okay... Danke. Und jetzt aufgenommen, ne? Ich will die rote Karte aufnehmen können. Ich habe mal gehört, ob das rein kann. Nee. Wow. Ich kann also in der Gestalt nicht die rote Ding aufnehmen da. Ist da behindert. Na komm. Kann ich irgendwie. Nein, kann ich nicht. Nein. Wow. Ich kann jetzt in der Gestalt hier nichts machen. Ah, oh, ja. Sehr schön. Dankeschön. Meine Fresse. Weil die Gestalt ja wieder füllt und sonst. So was liebe ich ja. Unser Leben hat er dabei auch zurückgesetzt. Jetzt haben wir noch 100 Leben, genau. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Runen haben mehr Nachteile als Vorteile. Entweder weil sie einfach blöd sind. Oder weil sie blöd implementiert sind. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Was? So, mal gucken, ob wir hier irgendwie an Schrotfunktion rankommen. Ich sehe einen Scheiß. Ne. Nichts dergleichen. Gut. Okay, ich glaube, das war's bereits. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten, bis zum nächsten Level. Ciao, mit V. Ich bin fertig, muss ich noch hier, verlassen und so, ne? Also jetzt schau mit V.